Der große Stern des Sports in Gold 2017 geht an die Gemsen. Bedeutsame Auszeichnung für großartiges Engagement. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet in Berlin die Gemsen mit dem großen Stern des Sports in Gold 2017 aus. Der bedeutendste Preis im deutschen Vereinssport würdigt gesellschaftliches und ehrenamtliches Engagement. Ich finde es einfach toll, wie viel geleistet wird, nicht nur in den Vereinen, die hier vertreten sind heute, sondern in der ganzen Fläche unseres Landes. Und wir dürfen nicht nur sagen, dass wir das toll finden, sondern wenn sich da Engagement findet vor Ort, dann finde ich, verdient das auch die öffentliche Wertschätzung und wo immer es geht, auch Förderung. Trotz Rollstuhl an die Kletterwand, das hat sich die Sektion Wuppertal des Deutschen Alpenvereins als Ziel gesetzt. Kern des Engagements ist die Handicap-Gruppe Die Gemsen. Sie wurde ursprünglich als Angebot für MS-Erkrankte gegen die drohende Isolation im Alltag gegründet. Seit 2013 treffen sich die Kletterer regelmäßig. Man kommt hier hin, man denkt, ja, es ist toll, eine Feier und eine Würdigung, aber jetzt, dass plötzlich jemand kommt und sagt, ihr habt den Vogel abgeschossen, finde ich schon, ja, wirklich sehr emotional und man kann es noch gar nicht so richtig verarbeiten. Seit 2004 ehren der Deutsche Olympische Sportbund und die Volksbanken Raiffeisenbanken Sportvereine für ihr Engagement. 17 Vereine aus ganz Deutschland waren zum Finale 2017 nach Berlin gekommen. Den zweiten Platz holte sich der Judo-Club Kimchi aus Wiesbaden. Er widmet sich dem Thema Schulwegsicherung. Dafür hat er ein Bewegungs- und Selbstschutzkonzept für Kita- und Grundschulkinder entwickelt. Der Verein Laufen hilft wurde mit seinem Engagement Dritter. Er hat in Leipzig ein Laufevent mit sozialem Hintergrund ins Leben gerufen. Hier laufen Frauen für Frauen. Ein Sterntag für Sport Deutschland, wenn man erlebt, was an der Basis passiert, was geschieht, was gestaltet wird. Und das in Verbindung mit dem Element, das uns eben so sehr am Herzen liegt, dem Sport, dann ist es einfach ein Hochgenuss und immer wieder ein Tag der Freude. Es ist einfach eine tolle emotionale Veranstaltung gewesen. Ich selber bin einfach auch noch überwältigt von den ganzen Emotionen, von der Lebendigkeit. Dann natürlich auch den Bundespräsidenten hier zu haben, das ist einfach was ganz Besonderes heute gewesen. Auf regionaler und Landesebene hatten sich die Vereine für das Bundesfinale qualifiziert. Die Arbeit der Gemsen beeindruckte hier die Jury am meisten. Und die Kletterer aus Wuppertal haben schon die nächsten Ziele. Sie haben sich mit vergleichbaren Gruppen in Deutschland vernetzt, um mehr Angebote für Kletterer mit Handicap zu schaffen.